Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Freitag, den 16. Juni. An Ufern von Weser und Meerbach können es sich Passanten jetzt in Liegestühlen bequem machen. 40 Stück stehen an drei Stellen im Nienburger Stadtgebiet. Es geht voran in Nienburgs Nordertor. Der Sozialausschuss stimmte für den Umbau der Allmende in einen Spielplatz und für die Umnutzung des Friedhofs Bollmannstraße in eine Parkanlage. Prominenter Besuch in Rodewald. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen nahm am feierlichen Appell zum 50-jährigen Bestehen der Patenschaft zwischen Rodewald und der 3. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 33 teil. Die seit dem 16. März 1967 bestehende Patenschaft wurde durch die Übergabe einer Jubiläumsurkunde gefestigt und gefeiert. Ein echter Hörgenuss erwartet die Nienburger am kommenden Wochenende. Freude schöner Götterfunken, Beethovens 9. Sinfonie in der St. Martinskirche. Gleich zweimal wird diese zu hören sein, am Samstag 17. Juni und Sonntag 18. Juni, jeweils um 18 Uhr. Trotz angeordneter Sicherungsverwahrung durfte der mehrfach vorbestrafte Sexualstraftäter Jörg N. immer wieder das Maßregelvollzugszentrum in Bad Rehburg verlassen. Auf einem dieser unbegleiteten Freigänge im September 2015 tötete er die 23 Jahre alte Judith Tyson. Am Donnerstag wurde der 49-Jährige wegen Totschlags zu 11,5 Jahren Haft verurteilt und erneut die Sicherungsverwahrung angeordnet. Zum Sport. Die Fußballerinnen des SBV Erichshagen haben einen perfekten Saisonabschluss gefeiert. Im nur noch pro forma ausgetragenen Landesliga-Relegationsspiel gewann Erichshagen zu Hause gegen den SV Sebenhausen-Balge mit 1:0 und beendete diese Relegationsrunde auf Platz 1. Das Tor des Tages erzielte Denise Lemke in der 87. Spielminute. Andreas Adner von den Holtdorfer Tri Lizards hat im dänischen Herning eine starke Leistung gezeigt. Für 2 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer auf dem Rad und einen abschließenden Halbmarathon benötigte er 5 Stunden, 36 Minuten und 31 Sekunden und belegte damit Rang 54 in seiner Altersklasse. Das Nienburger Reiterfest auf dem Gelände der Familie Rippe wartet bis zum Sonntag unter anderem mit 6 S-Prüfungen auf. Die erste davon geht am morgigen Freitag ab 15 Uhr über die Bühne und ist zugleich der Startschuss für die hochklassigen Wettbewerbe. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Freitag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.